Hallo und herzlich willkommen, liebe Skrubonetten, liebe Skrubelfreunde und die uns skrubonieren wollen. Wir sind wieder euer Fabi, Raffi und Phil. Und Tim. Und Tobi. Okay, haben alle jetzt gesagt, weil alles hier ist? The rain is on the window, the lights are in the sky. My dear, we have to leave before the floor is where we lie. The driver's in the car, he'll take us to a bar that be so dark that we forget just who we are. Basti ist jetzt, Basti ist jetzt sogar in Skype mit dabei. Hallo, endlich. Basti ist immer noch voll der Gönner. Ich wollte mal was Wichtiges erzählen. Wer hat etwas von meinem Haus gebaut? Und zwar wisst ihr ja noch die Brücke, die wir hier gebaut haben, die man da jetzt so rechts sehen kann. Ach, hallo, die führte ja immer so über gar nichts und jetzt ist da drunter ein Fluss. Nein. Seit neuesten. Genau. Ich schieße mit. What the fuck? Ich ja, und dieses Haus hier hat kein Schwert in der Hand gebaut. Oh Scheiße, ich werde geschossen. Geronimo! Leute! Ich bin tot. Schnell verschanzen. Ist doch gar nicht. Schnell zumachen. Boah, Junge! Hör auf, Schaff, die mobben mich nicht schon wieder. Machen wir Frieden? Ja, Frieden. Mit Frieden, Junge. Okay. Ich brauche Frieden. Dein Frieden. Mein was? Ja, das ist gerade wie jemand in Angst, der keinen Frieden wollte. Ey, wer hat Fred entführt? Ich glaube... Ist Fred weg? Fred ist weg. Ich glaube, weil jemand... Wo? Wie Fred? Mob, Kill All, wie auch immer Kill All gemacht hat. Fred! Fred, ich trauere mit dir. Wir sind gestorben. Wie sich das angehört hat. Nein, nein, nein. Wir hatten noch gar kein Familienfoto. Nein, aber ich habe ein Foto von ihnen gemacht. Okay, wenigstens da. Wow, war das ein Hammer. Ich weiß, warum der weg ist. Ich stell das sicher hier so auf. Warte, lass mal mit gleichen Equipment. Hallo, ich weiß, warum der weg ist. Einen Kampf machen, okay? Noch was? Was die? Ach nee, geht das eigentlich mit Bedwars? Nee, ne? Hast du irgendwo noch Glas? Bestimmt. Basti? Ich? Mhm. Basti? Nein, weiß ich gar nicht. Junge, bist du fertig attackiert? Basti! Wer hat eigentlich das? Warte, ich antworte gleich. Ja, Tim hat eine Eisenbahn angefangen zu bauen. Ich werde hier abgefackelt. No! Ich bin Hallo. In die Luft. Wir haben einen Mörder, in der Stadt. Tim. Und jetzt noch Tim wegskillen. Tim wegskillen. Ja, wegskillen. Du hast einfach OP-Rüstung und deshalb skillst du mich weg. Ja, wir. Aua, 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 aua. Jetzt unfair, jetzt geht's bei euch. Ich guck hier von hier oben zu. Ich find's spannend. Wo hab ich das gesagt? Meine Position. Zur ersten Folge von Bergkill. Fabi, du nimmst noch auf. In your face, bitch. Was? Ich hab nur was in den Haus kaputt gemacht. Tim, dein Bogen bringt bei mir gar nichts. Ich verliere einfach mal wegen deinem Bogen gar kein Herz. Was hast du denn da auf deinem Rissi drauf? Ich hatte also auf dem Helm habe ich Schutz 4. Auf der Diamantbrustpanzer Schutz 4. Auf der Diamantbrustschutz Feuerschutz 4 und Haltbarkeit 3 und auf den Diamantstiefel gar keinen Schutz. Also ich habe eigentlich ganz schön gute OP-Rüstung. Wollen wir sonst mal, Basti, du und ich, so ein PvP-Battle, also mit gleichem Equip machen? Können wir nicht eine Schweigeminute für Fred machen? Ja, komm, wir gehen. Komm, jetzt seid leise. Wir gehen alle zu Philipps Haus und machen eine Schweigeminute für Fred. Genau, okay, ich komme. Wir legen alle unsere Schwerter weg und ziehen unsere Rüstung aus. Ja, apropos okay. Rüstung, ich hab keine Rüstung, ne? Doch, die hast du an. Ach so. Mhm. Doch, aber dann nicht töten, ne? Kann ich eine Rede halten über Fred? Ja, ich okay, gebe ihn. Aber erst, wenn alle da sind. Ja, ich aber gebe ihm was von seinen Arbeitskollegen. Das habe ich von seinen Arbeitskollegen bekommen. Aber erst, wenn ich kommt alle her zu Freds Haus. Hä, wie schön sollen wir eigentlich alle zu Fred? Könntest du die Rüstung ausziehen? Es ist Freds Beerdigung. Und das Schwert weglegen. Nur kann was ich in der Hand. Will, kann ich mal die Fleisch hier Und du auch.
Ja. Fabi, Rüstung aus. Hey, darf ich mal kurz das Fleisch? Okay, könnt ihr euch bitte da drüben auf den Scheibensitzplätzen versammeln? Doch, ich habe eine Rede. Und Schwert weg. Dass du nur was in der Hand hast. Also, dass du nichts in der Hand hast. Ich muss dann am Ende noch was machen. Fred, er hat auch nicht so lange gelebt. Er war noch so jung. Kann ich was zu Fred sagen? Er war mein Mitbewohner. Und meine dritte Ehefrau von 4. Okay. Also, Fred kannte ich schon ziemlich lange. Ja. Hab ich auch eine Rede? Warte hier. Okay, wer will anfangen? Ich ertrag's gerade. Ich. Okay. Ich habe ein Lied für ihn. Ich würde, ich fange kurz an mit meiner Rede. Also, ich kannte Fred noch. Mensch. Oh, das ist ich kannte nein, Fred. Nein, ist Fred weg. Hier, warte. Hier, Basti. Ich will eine Rede halten. Ich halte jetzt eine Rede. Zu spät, jetzt habe ich habe ein Lied für Fred gefunden. Entschuldigung. Warte mal. Junge! Ja, das ist ein Lied für Fred, habe ich gerade gefunden. Fred. Ich will mal kurz was. Ich will kurz meine Rede halten. Also, ich kannte Fred noch nicht lange, beziehungsweise ich kannte ihn gar nicht richtig, aber man hat gemerkt, dass er da war. Er war halt nicht einer dieser anderen Creeper, er war eigentlich ein ganz normaler. Er war ein ganz, ganz lieber Creeper. Also, ich bin tot. Wir haben einen neuen Fred. Ja, ich bin der neue Fred. Niemand kann Fred ersetzen. Jetzt komme ich dran. Fred, nein, ich will. Ich war ein wunderbarer Mann. Ich würde mich freuen, wenn ich hier wieder rausbekomme. Der Besitzer muss jetzt zu Lenz sprechen. Okay, geh auf die Seite raus mit dem. Okay, ich singe ein Lied. Fred war mir auch sehr nah. Fred, du bist jetzt leider tot. Ey, ich spiele gleich wieder Mundharmonika, wenn du nicht vorher aufhörst. Denn ja, ich du warst meine unser hier. Einziger... Was ist? Nein! Ah! Jetzt halt mal leise, ich hab hier ein Lied. Ja. I'm friends in my world. You can call me a weirdo, a loser, a nerd. Stop trying to save me by swinging your sword. So, wer okay, komm. Ist jetzt Fred? Ich kann erst dazu. Also eine Frage, wer hat noch mal das Foto von Fred gemacht? Ich. Okay. Philipp. Ja. Wir halten, wir machen jetzt eine Schweigeminute extra für Fred. Habe ich vorhin gar nicht gesagt, oder? Okay, eine Minute Schweigen. Ich habe hier sogar schon Junge, eine Minute lang schweigen! Okay. Ich meine jetzt ernst. 1, 2. Mensch! Eine Minute lang nicht sterben. Ich kann das nicht aushalten! Was? Alter, was geht denn mit dir? Das spackt voll! Okay, jetzt will ich endlich mal meine Rede halten. Okay. Also, Fred stand mir sehr nah. Ja, weil ich hatte ihn sogar schon bekannt, bevor ihn eigentlich sein Besitzer, Philipp, kannte. Tim, ich bin durch Zufall sein Vater. Ja? Tim, wir haben die Resultate bekommen, du bist sein Vater. Ja, okay. Was ist das? Aha. Ja, also ich bin in das Haus gegangen und dann sah ich ihn ja auf einmal hinter der Scheibe. Von den Tag an wusste ich, ich war verliebt. Ich kann das auch nicht. Also, okay, kommen wir zu Fred. Fred, wie wir alle wissen, war Fred ein guter Mann. Er konnte viel, er war der Meister des Kochens. ich muss sagen, seinen Rekord können wir jetzt ins Guinness Buch der Rekorde schicken. Ich weiß zwar nicht, was mit Fred passiert ist. Oder ob er eines Tages zurückkommt, vielleicht ist er nur abgehauen. Aber eins schwöre ich dir. Wenn ich und Fred eines Tages tot sind, sehen wir uns wieder. Irgendwann sehen wir uns wieder. Geistig, jetzt mit Körper oder ohne. Ist mir scheißegal, wir werden uns wiedersehen. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich dir Geschichten erzählen, wie es ohne dich war. Fred! Fred! Fred, wie geht's? Fred! Ich sehe den Frank.
Jetzt ist alles gut, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt sind wir wieder da. Jetzt kann ich das wieder alles zurücknehmen, was ich gesagt habe. Genau. Ich habe das gesehen, ich habe die Bläschen gesehen. Was? Wie? Bläschen. Welche Bläschen? Unsichtbarkeitstrank. Hä? Worum geht's? Ab dem großen Haus! Was habt ihr denn? Egal, Fred lebt also. Fred lebt und jetzt ist alles gut. Und jetzt stürmen wir alle Fabis Haus und explodieren! Philipp? Ich nehm Fred mit, ja? Eine Frage noch. Was ist los? Bin ich wirklich Freds Vater? Ja. Warum ist Fred wieder am Leben? Also sagen wir das so, ist ein billiger Fake. Das ist ein billiger Fake. Das ist ein billiger Fake. Oh mein Gott, Freds Vater! Da steht auch noch so richtig schön geil Terminator XXX4 von einer Leiter. Ich glaube, wir haben Mörder unter uns. Leiterunfall! Das sagte ja, Achtung, Polizei, weg da, Polizei, ich komm, die Cops! Was okay. Ist? Versteck die Felder, versteck die Felder. Hier, ich spreche die Polizei! Komm, wir verstecken uns, Phil, versteckt uns. Wir verstecken uns, komm. Yo, ich bin gestorben wegen keiner Ahnung. Okay, der Boy ist tot. Keine Ahnung. Vielleicht fliegt er von der Leiter. Der Kopf war... Deswegen sollte man nie Polizist werden. Ich glaube, er war vom Ordnungsamt. Er kommt wieder. Weg. Lauft. Oh Gott, komm, ich werd geschlagen. Das ist die Handlung. Tschüss. Ich hab Angst. Oh, ich bin gestorben. Komm mit. Schnell. Ja, schaffst du eigentlich. In dieser Runde. Keine Ahnung, ich sterb oft. Er ist bei mir. Ich bin Polizei. So, Junge, wieso sterbe ich so schnell? Entschuldigung. Okay. Phil, komm. Weil du keine Fische hast. Doch, komm, schnell. Yes. Kommt, wir verstecken uns. Wartet mal kurz. Warte mal, nehmen wir eigentlich auf oder nicht? Okay. Ich hab das gecheckt, ich glaube doch. Phil. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Wir nehmen also auf. Stopp, die Zeit. Ja. Hat die Zeit irgendjemand gestoppt, zufällig? Nee. Verstecken uns, ja. Okay. Also, wir haben stark geschehen. Okay. Ich weiß, einer von uns muss jetzt leider gehen. Leute, killt immer schön Fabi, ne? Nein, was? Ja. Tschüss, Leute. Tschüss. Und hier viel Spaß, Raffaello oder Raffaela. Raphael. Ja. Also ich würde sagen, wir beenden schnell diese Folge. Wie viele Kürbisse hast du? Warte kurz. Ich würde sagen, wir beenden kurz diese Folge und dann können wir gleich weitermachen. Wir hoffen, dass es euch gefallen. Liked dieses Video, liked auch alle anderen Videos, guckt auch die anderen Videos von Blackcraft und guckt auch ältere Videos. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt und schreibt in die Kommentare, wie euch die Musik gefallen hat. Fabi, noch ein Abschlusschor. Komm, noch ein Abschlusschor. Und vielleicht noch, ja. So, mit diesen Bildern des Schreckens verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ich hab Fred nach Fred benannt. Nein, ich nicht.